Autonom von Gate zu Gate. Kalifornisches Start-up demonstriert Frachtflüge ohne Piloten. In unserer globalisierten Welt spielt Luftfracht eine wichtige Rolle. Für Distanzen von bis zu 800 Kilometer strebt das Start-up Xwing aus den USA eine autonome Lösung an. Bereits jetzt fliegt eine Cessna Grand Caravan mit Elektronik und Software des Unternehmens autonom, inklusive des Verkehrs auf dem Boden, also von der Landebahn zum Gate. Autonom von Gate zu Gate. Bereits im letzten Jahr konnte Xwing zeigen, dass die umgebaute Cessna Grand Caravan 220B autonom abheben, fliegen und auch wieder landen kann. Es fanden auch bereits Flüge mit Passagieren statt, die von einem begleitenden Piloten überwacht wurden. Letztes Jahr fand das noch ohne autonome Bewegung am Boden statt. Dies konnte Xwing nun nachholen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, habe bereits im Februar ein Testflug bei gutem Wetter stattgefunden, bei dem die Cessna Grand Caravan einen kompletten Flug von Gate zu Gate, also inklusive Bodenverkehr, autonom durchführte. Die umgebauten Flugzeuge des Unternehmens sind ausgestattet mit Kameras, Radar, LIDAR sowie Servomotoren für die Steuerung. Funkverkehr durch Menschen. Während des Fluges wird die Maschine von einer Bodenstation in Concord im US-Bundesstaat Kalifornien über eine redundant ausgelegte Datenverbindung überwacht. Außerdem übernimmt das Personal der Bodenstation den für den Flug nötigen Funkverkehr. Laut Xwing sei auch nicht geplant, die Kommunikation per Funk ebenso zu autonomisieren. In die Luft dürfen die Flugzeuge von Xwing dank einer Lizenz für Experimentalflüge von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Diese wurde bereits im letzten Jahr um eine Genehmigung für Flüge erweitert, bei denen die Piloten optional sind. 55 Millionen US-Dollar Kapital. Mit den Demonstrationen steht Xwing bei den Investoren gut da. Insgesamt sieben Finanzinvestoren kauften nun 10% des Unternehmens für insgesamt 40 Millionen US-Dollar. Seit seiner Gründung 2016